Wo kommt sie her, die deutsche Sprache? Und wer waren die treibenden Personen? Mit einer kleinen literarischen Reise durchs Land und durch die Jahrhunderte machen wir uns auf den Weg zu den Anfängen der Sprache hier im heutigen Sachsen-Anhalt. Die Merseburger Zaubersprüche. Ein sehr frühes Zeugnis deutscher Sprache. Gefunden in der Bibliothek des Domkapitels zu Merseburg. Die zwei Zauberformeln sind in Althochdeutschen niedergeschrieben. Sie nehmen Bezug auf Themen und Figuren der vorchristlichen germanischen Mythologie. Sumat lubudun umbikunjaudi inspringtappandun inva vigandun. Der Sachsenspiegel. Rechtsbuch des Eike von Repko. Neben dem Mühlhäuser Reichsrechtsbuch ist es das älteste des deutschen Mittelalters und zugleich ist es die erste in mittelniederdeutscher Sprache verfasste Prosaliteratur. Mechthild von Magdeburg, eine Begine, die etwa 40 Jahre in Magdeburg gelebt und gewirkt hat. Ihr Buch »Das fließende Licht der Gottheit« schrieb sie in Niederdeutsch, der Sprache des Volkes und der Armen. Sie gilt als herausragendes Beispiel der deutschsprachigen Mystik vor Meister Eckhart. Magdeburg Druckzentrum. Zu den wichtigen Druckern jener Zeit gehört Lukas Brandis. Er ist mit Bartholomäus Grothan einer der Inkunabel-Buchdrucker, also Drucker der ersten Bücher nach der Gutenberg-Bibel. In Magdeburg entstanden die deutschlandweit ersten gedruckten Messbücher, an denen Lukas Brandis beteiligt war. 1481 Psalmen und Kandika, neu aufgelegt in Lübeck 1485. 1483 Stundenbuch für die Bistümer Werden und Hildesheim. Kurfürst Friedrich III. Der Weise von Sachsen gründete 1502 die Universität in Wittenberg. Martin Luther lehrte dort. In der Zeit der Reformation entwickelte sich Magdeburg zum Propagandazentrum für die neuen Ideen. Flugschriften, Bibeln in Deutsch, Theaterstücke wie der Froschmäusler von Georg Roldenhagen aus dem Jahre 1595. Die verheerende Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg ist eine Zäsur in der Geschichte der Stadt. Doch schon wenige Jahre danach entstand neues Leben in der Stadt. Zum einen trat der Universalgelehrte Otto von Guericke hervor. Seine Versuche zum Nachweis des Vakuums setzten eine Diskussion um die Schöpfung in Gange. Der interessante Gedankenkonstrukt, mit dem dieser Widerspruch zur Schöpfungstheologie einer Lösung näher gebracht wird bei Otto von Guericke, ist dann eigentlich mit poetischen Mitteln vollzogen, nämlich mit Figuren des Paradoxons, ja, also mit Figuren, mit Paradoxien. Das wären also Paradoxe, Dinge nebeneinander gestellt, die gleichzeitig wahr sein sollen. Gott ist nichts und zugleich alles. Gott rückt sozusagen in die Nähe des Nichts, weil sowohl das Nichts schon vor Gott da war und nicht erschaffen war, als auch Gott nicht erschaffen war. Also insofern ähnelt sich das. Und dann kann man sagen, Gott ist einerseits nichts und andererseits ist er zugleich alles. Das ist sozusagen eine paradoxe Vorstellung, die eher poetisch funktioniert, als dass sie, sagen wir mal, rational so leicht nachvollziehbar wäre. Mit solchen Formulierungen, auch noch in schöneren Bildern als nun dieses ist nichts und ist zugleich alles, hat Otto von Guericke dann durchaus gewirkt, auch auf die Literatur, bis hin zur Frühaufklärung. Zum anderen gab es in Magdeburg den Kantor und Prediger Malachias Siebenhaar. Dieser unterhielt engen Kontakt zu Philipp von Zesen. Beide waren Mitglieder literarischer Gesellschaften. Philipp von Zesen ist in der Barockliteratur wichtig, oder in der Literaturgeschichte für die Barockzeit wichtig, als ein Dichter, der zugleich die deutschgesinnte Genossenschaft in Hamburg ins Leben gerufen hat. Und Malachias Siebenhaar ist sozusagen der Vertreter dieser deutschgesinnten Genossenschaft hier in Magdeburg, mit Zuständigkeit auch noch für den Raum Lüneburg. Und er hat also selbst Gedichte geschrieben, aber auch in dem Sinne gewirkt, dass er andere angestoßen hat, Gedichte zu schreiben. Köthen, der Sitz der ersten deutschen Sprachakademie. Die fruchtbringende Gesellschaft ist im 17. Jahrhundert
gegründet worden und den Anstoß dazu hat Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen gegeben. Der war in seiner Jugend auf Reisen und hat in Italien überhaupt die erste europäische Sprachakademie erlebt und war so begeistert davon, dass man auch in der Landessprache, in der eigenen Sprache Literatur schreiben können soll. Und das wollte er unbedingt auch für die deutsche Sprache erreichen. Und so gründete er mit anderen, zunächst anhaltischen Fürsten, die Fruchtbringende Gesellschaft und hat im Laufe der Jahre eine ganz große Mitgliedschaft in die Gesellschaft geholt. Bis zum Ende des Jahrhunderts waren es 890 Mitglieder. In Halle an der Saale entstand 1694 die heutige Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Als Zentrum von Pietismus und Aufklärung war sie bald ein Ort großer Strahlkraft. Ein wichtiger Vertreter der Aufklärung neben Leibniz und Kant ist der Philosoph Christian Wolff. Wolff hat die Philosophie als Weltweisheit auch dem Volk zugänglich und verständlich gemacht, die deutschsprachigen Fachbegriffe vielfach neu entwickelt und somit auch die deutsche Sprache als Fachsprache gefördert. Ähnlich Johann Joachim Winckelmann. Der Sohn eines Schuhmachers aus Stendal gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie sowie der Kunstgeschichte. Er hat ja in Dresden seine berühmten Gedanken über die Nachahmung griechischer Werke in Malerei und Bildhauerkunst geschrieben, 1755 veröffentlicht. 10 Jahre zuvor hatte Wilhelm von Berger, ein Wittenberger Gelehrter, auch über die Dresdner Antiken geschrieben. Seine kleine Schrift war nur in Latein, nur für Gelehrte. Winckelmann schreibt plötzlich in Deutsch, wendet sich an ein Lesepublikum der Kunstinteressierten, der Laien, aber die Liebhaber auch des Altertums sind. Er hat also einen ganz neuen Leserkreis, den er im Blick hat, das aufsteigende Bürgertum. Das ist seine Welt und für die schreibt er und das konnte er nur in Deutsch. Und das war in der Zeit nicht so ganz einfach. Sie müssen sich auch vorstellen, in der Schule hier in Stendal, die er besuchte, 16 Jahre lang, hat man nur Latein gesprochen, alle Schüler. Das heißt, man lernte nie Deutsch, aber er hat von sich aus diese Sprache mitgeformt und hat dann in den späteren Werken vor allem die wissenschaftliche Prosa begründet. Das heißt, er hat von Anfang an versucht, das Lateinische und das Griechische, was ja in der Gelehrtensprache üblich war, zu vermeiden und alles zu übersetzen. Und sein Verdienst besteht darin, die kunstwissenschaftlichen Begriffe, die heute üblich sind, erstmal aus dem Lateinischen oder aus dem Französischen und Italienischen in das Deutsche zu bringen und damit ein Vokabular zu schaffen, mit dem man überhaupt arbeiten kann und mit dem man sich überhaupt verständigen kann. Das war für die Kunst und die Archäologie dann über lange Zeit ziemlich verbindlich. Johann Wilhelm Ludwig Gleim gründete den Halberstädter Dichterkreis, einen Bund junger Literaten. Was hat er denn ansonsten gemacht? Weil es gibt jetzt hier ein Gleimhaus. Findet man seine Literatur hier oder kann man hier noch mehr entdecken? Gleim war ein Genie der Freundschaft und im Zuge dieser Freundschaftskultur, die er selbst betrieben hat, hat er gesammelt. Wir vereinfachen und sagen BBB, Bilder, Bücher, Briefe. Ich schreibe an meinen allerliebsten Freund Eberhard Christian. Hier im Haus befindet sich die größte Porträtgemäldesammlung der deutschen Aufklärung. Hinzu kommt eine der größten bürgerlichen Privatbibliotheken und ein gigantisches Brief- und Freundschaftsarchiv. Diese Karten veranschaulichen die Briefwechsel Gleims. 500 Karten für etwa 500 Briefpartner. Kleinere Karten, weniger Briefe. Große Karten, mehr Briefe. Sehr große Karten, sehr viele Briefe, wie zum Beispiel diese, Anna-Luisa Karsch, auch Gotthold Ephraim Lessing, ist mit sehr vielen Briefen in Gleims Sammlung vertreten. Zum Freundeskreis zählte ebenso der in Quedlinburg geborene Friedrich Gottlieb Klopstock, Vertreter der Strömung Empfindsamkeit. Dieser reformierte die poetische Sprache und die Verskunst. Und er war lange vor Goethe und Schiller ein Stürmer und Dränger, der erste Klassiker. Bad Lauchstädt, kursächsischer Fürstensitz, florierendes Kurbad, bevorzugter Badeort des Dresdner Hofes, exklusives Modebad mit Kursaal und Spielpavillon. Das Sommertheater wurde unter Anleitung Goethes gebaut, dadurch wird der Ort literarisch bedeutsam. Zur Einweihung des Theaters gab es Mozarts Oper Titus.
Auch Schiller besuchte Lauchstädt regelmäßig. Seitdem ist das Theater Pilgerort für viele Theaterensemble. Das Festspiel der deutschen Sprache, von der Kammersängerin Edda Moser 2006 ins Leben gerufen. Ein besonderes Anliegen, die Muttersprache in ihrer Vielfalt und Schönheit zu zeigen und zu erhalten. Georg Philipp Friedrich Freier von Hardenberg, besser bekannt als Novalis, geboren im Schloss Oberwiederstedt. Ein wesentlicher Vertreter der Frühromantik. Vielleicht wäre aus moderner Sicht interessant, dass Novalis noch bevor er in Deutschland wirklich richtig gelesen wurde, im 19. Jahrhundert in Europa übersetzt wurde. Die ersten Übersetzungen, Rezeptionsvorgänge findet man in England und in Frankreich. Und dann natürlich auch in Russland und in Polen. Der Kern seines literarischen Schaffens, das Streben nach der Romantisierung der Welt und die Suche nach der Verbindung von Wissenschaft und Poesie. Progressive Universalpoesie als Ziel. Ein wichtiger Impuls, die sogenannte Europarede, die Christenheit oder Europa. Er geht kritisch mit der Religions- und Glaubensgeschichte in Europa um. Mit der Rolle auch der lutherischen Reformation und kommt dann zu der Idee zu sagen, ja, also zukünftig muss man es sich eigentlich so denken, dass es einmal ein Europa geben könnte und sollte, in dem die Menschheit vereint miteinander auch einig in einem Glauben ist, ohne dass er diesen Glauben definiert. Also es ist im Grunde auch schon eine ökumenische Idee, die dort aufscheint. Die Herberge der Romantik, auch Reichards Garten oder Giebichensteiner Dichterparadies genannt. Für mich als Hallenser ein besonderer Punkt, ein Ort der Kraft. Hier trafen sich wissenschaftliche und literarische Berühmtheiten. Brentano, von Arnim, Novalis, Goethe. Vergiss mein nicht, wenn lockere, kühle Erde dies Herz einst deckt, das zärtlich für dich schlug. Denk, dass es dort vollkommen lieben werde, als da vor Schwachheit ich's vielleicht voll Fehler trug. Dann soll mein freier Geist oft singend dich umschweben und deinem Geiste Trost und süße Ahnung geben. Denk, dass ich sei, wenn sanft in deiner Seele spricht. Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. Reichardt selbst wurde besonders durch seine Kompositionen zu goethischen Liedern berühmt. Und neulich habe ich ein Gedicht geschrieben, das die Stimmung, die nächtliche Stimmung im Sommer sehr gut beschreibt. Leichter werden die Gedanken. Kreis um Kreis, zum Heiligtume wird der Park, bei Sinne wanken, Sterne grüßen, zwischen Ranken ungepflückter blauer Blume. An der Schwelle zum 19. Jahrhundert gibt es eine Reihe an Literaten, die zwar in Magdeburg geboren sind, allerdings hier nicht wirkten. Zum Beispiel Schütze, Schocke, Immermann, Spielhagen, Bruno Wille, Georg Kaiser. Alle besuchten Magdeburger Gymnasien. In den Magdeburger Gymnasien gab es offenbar ein fruchtbares Umfeld, was ein fruchtbares Bildungsangebot, was solche schriftstellerischen, literarischen Karrieren dann auch befördert. Der Literaturverein Bund der Lebendigen, 1882 von Schülern am Domgymnasium gegründet. Man las Dramen der Zeit und Nietzsche. Man kann diesen Bund der Lebendigen vielleicht als so etwas wie eine Keimzelle des Naturalismus durchaus betrachten. Ein weiterer Verein, Sappho mit Georg Kaiser, gegründet am Gymnasium Kloster unserer lieben Frauen. Auch hier traf man sich zum Austausch aktueller Literatur. Marie Nathusius, 1817 in Magdeburg geboren, sie prägte die Frauenliteratur im 19. Jahrhundert. Neben Eugenie Marlitt war sie die meistgelesene deutsche Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin ihrer Generation. Und sie hat ihre Ausbildung einerseits von ihrem Vater, andererseits aber von ihren Brüdern erfahren. Das war durchaus vielfältig. Also die hat auch Fremdsprachen gelernt, der Vater hat sie Latein lernen lassen. Die Brüder haben ihr neueste Literatur zu lesen gegeben. Die Romantiker hat sie verschlungen, wird berichtet. Da ist also eine Frau, die sich sozusagen auf ganz andere Weise ausbilden musste, denn sie hatte keine Möglichkeit, das Gymnasium zu besuchen. Erich Weinert, Lyriker, Satiriker, Essayist, in Magdeburg geboren.
Weinert lernte und lehrte an der renommierten Kunstgewerbe- und Handwerkerschule in Magdeburg. Mit anderen jungen Künstlern gründete er die Künstlergemeinschaft Die Kugel. Das heutige Literaturhaus, seine Geburtsstätte, beherbergt die ständige Ausstellung zu seinem Leben. Mit Ausstellungen, Lesungen und Schreibwerkstätten bietet das Literaturhaus ein breites Spektrum zur Sprachpflege. 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges, eine weitere Zäsur. Kulturkahlschlag in allen zerstörten Städten. Aber das Kulturleben erblühte bald wieder. Kulturpolitik made in GDR. Magdeburg wird einerseits nicht offiziell zur Kulturstadt erklärt, andererseits ist sie die westlichste Großstadt in der DDR, damit Schaufenster zum Westen. Daher dann doch eine gewisse Förderung. Volkskundschaften und Arbeiterfestspiele sind nur zwei Beispiele. Es ist so, dass in diesen Zeiten Literatur und Kunst natürlich in den Dienst dieser Kulturpolitik gestellt waren und eine Instrumentalisierung erfolgte. Zum anderen hatte auch Literatur und zunehmend in den 60er, 70er und 80er Jahren dann eine Ersatzfunktion auch, da über die wirklichen Probleme öffentlich in den Medien anderswo nicht gesprochen wurde, wurde vieles halt in den literarischen Texten angesprochen und schon deshalb interessierten sich viele Menschen für Literatur. Und es ist so, dass die vielen Arbeitsgemeinschaften, die vielen Laien-Kunstensemble, die es gab, die Förderung junger Autoren, etwa durch das Poetenseminar der FDJ dann und ähnliche solcher Institutionen und Strukturen dazu führten, dass tatsächlich die Beschäftigung mit Literatur und Kunst recht intensiv war zu DDR-Zeiten. Hinter den musealen Angeboten stehen meistens Gesellschaften oder Stiftungen. Dabei steht auf der einen Seite das kulturelle Erbe im Mittelpunkt, welches intensiv erforscht wird. Die Stiftung fördert die wissenschaftliche, museale, aber auch die museumspädagogische Arbeit. Wir haben ganz von Winkelmann hier in unserer Satzung stehen, auch das Museum, dass wir natürlich die Disziplinen pflegen, in denen Winkelmann tätig war, das heißt die Antike und auch das 18. und 19. Jahrhundert anschaulich machen wollen. Zum anderen geht es um die Vermittlung dieses Wissens. Dazu kommen Schreibwerkstätten, Leseförderung, Bibliotheken als moderne Möglichkeiten der Sprachpflege. Es ist eigentlich an der Zeit, Sprache für die Menschen, vor allen Dingen für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche interessant zu machen, zum Gegenstand zu machen und auf diesem Weg heute Sprachpflege zu betreiben.